Hallo und herzlich willkommen hier zu Satisfactory. Hier ist Cyril, der es geht wieder weiter hier. Ja, das letzte Mal haben wir sozusagen unsere Stahlbetonbarren hier fertig gebaut und jo, sie laufen ganz gut. Allerdings haben wir eine Unterversorgung an Beton. Das müssten wir eigentlich noch ein bisschen ausbauen. Deswegen werde ich es eigentlich heute in Angriff nehmen, dass wir eigentlich diese ganze Fabrik hier, was wir jetzt da haben, nochmal hier hinsetzen. Ja, es ist jetzt vielleicht nochmal Wiederholung, aber ja, im Endeffekt ja, müssen wir es halt notwendigerweise bauen. Ne? So. Natürlich auch hier wieder mit meinem Mod. Die Platte ist ausreichend hier. Oder haben wir das sogar schon so hingedreht, dass es ausreichend ist? Jetzt weiß ich gar nicht genau. Machen wir hier eigentlich Überproduktion? Nee, eigentlich nicht. Nee. Nur vier oder sowas mehr und mehr auch nicht. Ne? Ja. Gut, das war das. Jetzt brauche ich ja gleich mal wieder hier meine Pistole. Ich meine, jetzt können wir gleich mal der Sache vorgreifen. Den Anschluss, das machen wir ja immer fast wieder zum Schluss. Ne? Moment mal. Stopp. Wir brauchen nicht noch mehr Raffinerien hier, oder? Wir haben das ja schon gebaut. Ach. Ach, du ahnst es ja nicht, ne? Was bitzelt denn ja so? wie machen wir das jetzt? Wir haben ja hier eine Überproduktion. Also das heißt, wir haben ja 800 und wir brauchen 125 haben wir übrig. Wir brauchen den Rest nicht. Also das war dann total Quatsch, ja. Das haben wir ja schon gemacht. Wir haben es nur noch nicht angeschlossen gehabt. Die Überproduktion oder den Rest davon. Ja, den könnten wir eigentlich dann abschöpfen, ne? Den könnten wir irgendwie auf Lager legen oder so. Wäre so meine Idee. Muss ich nochmal kurz überlegen. Entschuldigung, wenn ihr jetzt ein bisschen den Windgeräusch hier habt. Heute ist es etwas windig, aber heute ist auch warm. Aber das ist sehr angenehm, wenn der Wind hier mal so reinbläst ins Fenster. So, wie mache ich denn das? Im Prinzip mit dem Splitter hier. Sonst haben wir normalerweise immer Mercher hier. Also das ist ein Mercher, ne? Ja. Wird auch automatisch verbunden. Wobei die 200, die können wir ganz normal nehmen. Was für ein Band hat er jetzt hier gebaut? Ich glaube MK1. Das ist je nach der Auswahl, wie ich das Band gewählt habe, da in den Einstellungen. Baut er mir das. So. Und den anderen, das würde ich über einen Splitter machen tatsächlich. Weil wir da den Rest dann wegbringen können. Also die Logistik. Dann haben wir doch hier. Das ist ein neues Mod-Teil hier, oder? Vertical Splitter Triple Undirectional. Ja, da habe ich was gelesen. Das ist von diesen Multi-Dingsbums hier. Da haben sie jetzt so eine Triple hier gebaut. Hab gedacht, das gab es schon, aber naja, ist egal. So, intelligenter Splitter. Genau. So, welche Richtung haben wir denn hier? Wir brauchen die Eingaberichtung in der Richtung. Genau. Verkehrt gebaut. Mist. Ach, egal. Wir zerlegen das nochmal. Da kommt der Wind aber jetzt ordentlich hier. So. Ja, wenn ich jetzt die Facecam an hätte, würdet ihr mir die Haare wehen sehen. Ja, warte mal. Ich sehe das jetzt gerade nicht. Welche Richtung ist denn hier was? Ich mache mal das Licht aus. Das blendet auch noch zusätzlich hier. So, ist es richtig hier. Ja, das Problem ist, dass dieses intelligente Splitter genau da ist, wo man eigentlich sehen kann. Ne? Wo man die Pfeile sieht. So, das connectet da ja nicht. Der kann mit Smart Mod nicht. Ich mache hier auch ein MK3-Band hin. Weil da kommt ja genauso viel raus. Und Förderband MK5. Funktionieren tut es noch nicht. Jetzt müssen wir mal schauen.
Also wenn ihr nicht wisst, welcher Ausgang welcher ist, geht einfach da, wo der Anschluss ist, wo praktisch der Zulieferbereich ist. Und dann könnt ihr sagen, rechts, Mitte und links. So. Also, links. Links würde ich immer die Ausgabe verweigern. In der Mitte würde ich sagen, den Überschuss. Und den rechten, da machen wir einfach alles Unbestimmte. Dann brauchen wir jetzt hier nicht speziell hier die Zementdinger auswählen. So, dann können wir nämlich hier hinten... Warte mal, diesen Kaktus und den Stein hier. Den können wir doch sicherlich entfernen hier. Oh, das ist ein wenig weit weg, oder? Ja, naja, okay. Noch ein erneuter Versuch hier. Ein bisschen weiter wegwerfen hier. Und jetzt hier. Wunderbar. Ach ja, das mit dem Zug hier, das habe ich immer noch nicht nachgeprüft, ob man da das Intervall, das Prüfintervall ändern kann. Ich sehe hier gerade, dass wir hier die Fundamente anders gebaut haben. Ja, wir wollen hier eigentlich bloß einen Lagerdinger hinbauen. Reichen, ja, zwei reichen normalerweise dafür, ne? So, das ist unter Organisation. Wenn wir das hier vermitteln? Ja, eigentlich schon. Und Farbe ran. Und, ja gut, dann nehmen wir auch. Für den Rest nehmen wir auch ein MK5-Band. Das spielt da keine Rolle hier. Da kommt ja nur der Überschuss, der nicht verbraucht wird, hier dann her. Seht ihr jetzt hier, das ist praktisch der Rest, die 125, die nicht verbraten werden da oben. Ja, jetzt können wir die Sache nochmal durchmessen. Ah, schon wieder in der falschen Richtung gedreht hier. Ja, jetzt haben wir es hier. Kann man mal das hier nehmen? Injected Input 600. Da stimmt doch was nicht. Ne, Moment mal. 200 Beton pro Minute. 200 Beton pro Minute. 200 pro Minute. Und 200 pro Minute. Okay. Also haben wir eigentlich rein rechnerisch 800, oder? Was wir hier inputten. Ja, wobei es kann sein, weil dadurch, dass das hier abgeht. Er sagt mir jetzt 200 hier. Warte mal, wir können mal kurz prüfen, wenn wir das wegnehmen. Und dann nochmal messen. Ne, es sind immer noch 600. Warum? Stimmt doch was nicht. 200, 200, 200, 200. Ja, vielleicht kann das nicht da mit dem hier umgehen, mit dem Kasten da, weil wenn ich hier prüfe, dann sagt er mir nicht einmal, was er da bekommt. Also er kann wohl mit dem spezialisierten Splitter nicht umgehen. Aber wir wissen das tatsächlich, dass die Sache funktionieren sollte. Aber es ist schade, dass das mir das jetzt hier nicht durchmisst hier. Oder es sei denn, das wäre noch so ein Versuch. Vielleicht ist es doch möglich. Wenn wir hier anstatt alles Unbestimmte einfach sagen, was es ist. Das ist Zement, ne? Zement. Nee, Zement. Ist es nicht Beton? Beton. Beton, nicht Tong. Wie komme ich auf Tong? Beton, Beton, Beton. Ah ja, jetzt kann er damit umgehen. Das war nur, weil wir da nicht gesagt haben, was wir liefern. Ja, jetzt haben wir 800. Natürlich, das Band würde das nicht schaffen. Das ist richtig. Aber wir wissen ja, dass der Überschuss hier dann wegfließt. Ja. Genau.
so sollte es sein und so ist es auch. Und jetzt haben wir unsere Stahlbetonbarren hier. Wie viel produzieren wir davon jetzt? 135. Das finde ich jetzt gerade nicht so viel tatsächlich. Muss ich einfach mal sagen. Und es geht auch relativ langsam, ne? 135. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel wir für die Atombrennstäbe brauchen, so in der Produktion. Ich kann mit der Angabe zum Beispiel gar nichts anfangen. Ich kann jetzt hier mal wieder reingehen hier. Wo ist denn mein Rezepterechner hier? Hier. Helber, meine ich. Rezepte-Helber. Stahl, Beton, Träger. Die werden gebraucht. Wo werden sie mal gebraucht? Das sehen wir jetzt hier. Auch für irgendwelche Gebäude. Aber das ist nicht richtig. Oder ist das... Ah, nee. Das kann sein, dass das Rezept anders... Nee, da hinten ist es okay. Man braucht da 3 Stück für einen so einen Uranbrennstab. Ja, was bedeutet denn das? Wie kann ich das berechnen? Das ist die Frage. Wie viel brauche ich da jetzt? Alle 0,6 pro Minute brauche ich ein sowas hier. Okay. Nee, ich kann das nicht ausrechnen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das muss ich offen ehrlich sagen. Ich habe da wirklich keine Ahnung von. Ein Gettinger Zug. So, wir könnten, ja, das habe ich glaube das letzte Mal auch schon gesagt, wir könnten das sogar mit der Drohne zum Beispiel liefern lassen. Das müsste ja bloß... Das müsste ja bloß hier oben zum Bahnhof geliefert und beziehungsweise... Hier wird es ja auch gebraucht, oder warte mal, warum? Ja, doch, die Produktion läuft, aber ja. Stimmt, die braucht halt so lahmarschig hier, das ist halt das Problem, ne? Und er wartet hier auf Stahlträger, also haben wir da nicht genug Stahlträger in der Produktion. Da müssen wir mal messen einfach. Required 29. Nur jetzt weiß ich nicht. Das läuft ja oben hoch zum Bahnhof. Und wir brauchen ja hier auch noch. Was brauchen wir denn hier? Da brauchen wir 15. Ne, wir liefern 15 und 23 werden gebraucht. Und hier werden 6 gebraucht nach oben. Also das ist Richtung Atomkraftwerk. Das kann er sogar, okay. Ne, beziehungsweise das stimmt gar nicht. Die werden doch, glaube ich, woanders nochmal gebraucht. Rein von der Sache her müssten wir es hier einspeisen, mit einspeisen. Warte mal, da haben wir auch noch ein Merch. Wenn wir da unten drunter einen Teleporter bauen, sollte das doch funktionieren, oder? Ach ja, so viel zum Thema. Das sieht wieder mal kackig aus dann. Dann machen wir es einfach im Winkel hier. Na gut, da sollte man mal laufen können, aber das kannst du vergessen hier. So. Hätte man dafür ein MK hier? Glasfundament? Nein. Nehmen wir mal das so lang. Ach komm, das ist eh schräg. Was soll's? Das ist Altbau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Stahlbetonträger. Haben wir da schon mal jemals irgendwie einen Teleporter für? Stahlbahn, Stahlbetonträger 1 und Stahlbetonträger 2. Ich weiß nicht, wo die jetzt jeweils stehen. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir hier einen Stahlbetonträger 3 machen jetzt hier. Stahlbetonträger. Was? Träger 2. 3, wollte ich sagen. Safe. So, nochmal reingucken. Passt. Das kann sein.
Kann sein, dass wir hier irgendwo in der Fabrik welche... Na, ich checke mal ganz kurz oben, welchen Teleporter das ist. Nee, das ist dann nicht. Wo ist denn das Atom-Dingsbums da? Okay, da geht schon. Ne, das geht ab, das geht in den Teleporter. Und das hier, das geht auch ab. Zwei. Dann haben wir hier eins und zwei. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo die hingehen. Das ist mir entfallen tatsächlich. Aber ist egal. Ja, dann wird man mal den Transporter 3 da an unsere Stahlbetonproduktion anschließen, würde ich sagen. Ist doch ein guter Vorschlag. Und da können wir eigentlich auch mal das alte von der Dyson Sphere noch abreißen hier, was wir da zugeliefert haben. Auch den Container näher, der Fabrikator brauchen wir nicht mehr hier. Sag mal. Ach, da haben wir die Stahlbeton gebraucht, okay. Jetzt wissen wir es. Ja, gut, ist egal, es bleibt trotzdem jetzt bei 3. Ja, man könnte da jetzt wieder irgendeine andere Produktion zusammenbauen, aber ja, im Moment brauche ich da nichts. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, das war die Stromleitung, okay. So, da haben wir noch ein paar Kabel. Guck gleich mal nach, was das für ein Teleporter ist und was kommt denn da? Ach, das ist Kohle. Da will ich mal ganz kurz gucken. So, das ist welcher? Kohle 5. Okay. Ja, das ist leider immer so, dass man nie weiß, ob das da noch in Benutzung ist. Wenn ich das jetzt lösche, weiß ich nicht, ob es da weiter. Das sollte hinten dran angezeigt werden, wie viel Teleporter. Zum Beispiel Empfang mit der Nummer 5 zum Beispiel. Ne? Das wäre interessant. So, Autosave. Dankeschön. Ja, und das war... Nee, das war Draht. Das war der Draht 1, okay. Aber den haben wir, glaube ich, einfach drangehängt und gesagt, ja, ist gut. Und das ist Kohle 5. Gut, dann sollte ich eigentlich... Ich muss mal kurz zum Kohlebahnhof gehen. Muss das mal checken, welcher hier der Kohle 5 ist. Ups. Ich häng. Wir müssen ganz nach oben, genau. Da ist die Kohle. Kohle 5 ist der hier. Ja, gut, da habe ich ja mal gesagt, ich weiß nicht, ob man die Teleporter hier noch, dass wir das so machen hier mit der Sache hier, ne? Dann würde ich mal vorläufig sagen, wir nehmen den Kohle 5 erstmal außer Betrieb. Ich schreibe mal, ja, wie schreibe ich es denn? Ich schreibe mal frei hin. Das kann man dann wieder indexieren, wenn man es braucht. So. Genau. Und dann fällt auch noch weg. Sind wir dann hier? Da waren wir doch gerade schon. Und fällt hier der Zweier weg, ne? Ja, Stahlbeton 2 fällt hier weg. Tun wir alles mal ersatzlos streichen hier wieder. So. Und ja, gut, wo der Entschuldigung, wo der Stahlbetonträger 1 hingeht, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Ja, ist auch egal. Oder warte mal, doch, ich weiß es vielleicht. Er könnte auch bei der Dyson Sphere gebraucht worden sein. Das war ein bisschen schnell. Das sind die. Das sind Quarz-Oszillatoren. Der ist eh außer Betrieb. Den gibt es nicht mehr.
haben wir hier noch? Beton 1. Ja gut, der ist auch außer Betrieb. Schrauben 1. Highspeed 1. Aluminiumplatten 1. Müsste man sich fast aufschreiben, dass man weiß, man hat da was frei. Stahlrohr 2. Verstärkte Platten 1. Kunststoff 2. Oder habe ich den schon abgerissen? Den 1er. Warte, wir messen das einfach nochmal am Bahnhof um. Wir machen heute nichts mehr anderes großartig. Aber das können wir ja mal durchmessen hier. Injected minus 8,4. Man kann das schon irgendwie anzeigen. Man muss es, glaube ich, im Hub gucken. Stahlbetonträger 1. Wir wollen mal beim Hub gucken. Das müsste funktionieren. Ich fliege immer noch zu schnell hier wieder durch die Gegend. So. Lande einfach mal hier. Warte, ist der schon wieder? Na, die Farbe bleibt hier nicht am Hub dran. Okay. So, Storage Teleporter Hub. Ja, das. Ein bisschen Power. Die brauchen nur gar keinen Strom. Steht jetzt Power. Verstehe ich nicht. Ach, das. Ah, nee. Ich glaube, die brauchen doch Strom. Ich habe immer gesagt, die Teleporter würden keinen Strom brauchen. Die brauchen wahrscheinlich über den Hub praktisch Strom. Work in progress. Ui, ja, also das heißt, eigentlich sollte da noch weiter gebaut werden. Stahlbetonträger 1. Na. Ich will die Karte nicht verschieben. Ah, das ist ein bisschen doof hier. Das ist nicht ganz ausgereift. Ja gut, das zeigt mir jetzt nur die Koordinaten an. Stahlbetonträger 1. Es ist eine gerade Linie. Warte mal, wir haben hier den großen See und da in der Nähe soll es sein. Jetzt muss ich mal die andere Karte rausholen. Dann ist es hier irgendwo da. Aber ich glaube, wir fliegen da mal hin. Ja, ich vermisse wirklich den Poweranzug. So, wo bin ich jetzt da auf der Karte? Okay, das ist hier. Also ich denke nicht, dass wir es hier brauchen, oder? Ja, ich zerlege die jetzt mal noch alle, die Teleporter. Dann kriege ich zwar jetzt einen Haufen Material hier ins Inventar. Aber ist ja nicht schlimm. Oder ich habe mich da überlesen hier. Dass ich hier nicht gesehen habe, dass ich da doch... Das ist Beton, das sind Schrauben. Schrauben. Zweimal Schrauben. Ja gut, das war richtig. Mal die mal wegnehmen. So. Das sind Motordinger da. Diese modularen Motoren oder wie die heißen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ach, wir haben ja hier noch Teleporter. Da könnte es natürlich dabei sein, oder? Ne, haben aber geguckt. Das waren die Rahmen. Dann die Quarze. Und... Reaktor, Dingsbums da. Aber ja, auch hier können wir wohl die Dinger entfernen. Ja, mein Inventar ist voll.
Deswegen bleiben jetzt Kisten liegen. So, vielleicht aber haben wir es auch. Ja. Jetzt gucke ich nochmal in dem Hub danach. Ich kann da zwar schneller fliegen, wenn ich will, aber die Geschwindigkeit ist mir dann doch als zweite Stufe am liebsten hier. Das andere ist mir einfach viel zu schnell. So, jetzt gucken wir nochmal nach dem Hub. So, Stahlbetonträger 1. Nee. Ja, was können wir da noch als Information? Wir haben hier unten diese Brückung und dann hier nach oben und dann so, so. Nee, da ist die Gabelung. Ich meine, ich habe ja zwar die Koordinaten, aber das bringt mir nichts. Und das ganze Zeug braucht so viel Strom, die ganzen Teleporter, okay. Hm. Also wir haben direkt von dem einen da oben und dann die Gabelung, okay. Weil man kann das ja, also es müsste genau auf der Linie müsste der Teleporter dann sein. Ja, mal in die Richtung weiterfliegen. Aber das kann nicht sein. Ich glaube, dass diese Übersicht noch nicht so wirklich genial funktioniert. Hab ich doch, also wenn und wenn, dann habe ich das jetzt auch gelöscht, oder? Okay, da stimmt auch was nicht. Da wird nichts mehr geliefert. Ah, warte, warte, warte mal. Kohle 3. Hm, oder der Kohlezug steckt fest. Das kann sein. Aber ist jetzt egal. Wir wollten eigentlich wissen. Okay, das war diese Gabelung. Und da müsste irgendwo... Nee, und wenn, dann haben wir ihn abgerissen. Ja, ist wurscht. Aber wie gesagt, die Übersicht, die kann nicht richtig sein. Gut, jetzt gucken wir mal geschwind noch nach dem Kohle-Dings da, was da los ist. Ob da der Kohlezug feststeckt, das kann nämlich sein. Wir gucken einfach mal, wo ist denn der Teleporter 3? Der Teleporter 3 ist 2, das müsste dann der hier sein. Ne, 1. Ach ja, das war ja so komisch, ja. 2. 4. 3. Okay. Ja, ich glaube, das ist leer. Ja, ist leer. Okay. Warte mal, wir haben da noch ein bisschen Kohle. Das können wir mal reinstopfen. Das ist zwar ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, dann bedeutet es, dass der Kohlezug nicht durchkommt hier. So, wo steckt der denn? Da gucken wir auf die Karte. Welchen da gemacht? Gucken wir mal noch in unseren Zügen. Vielleicht sehen wir den irgendwo stehen. Lokomotive Kohle 1. Lokomotive Kohle 2. Okay, nee, die fährt. Also die fährt. Jetzt verstehe ich die Sache wieder. Wir haben das so gemacht, dass wenn zum Beispiel an einem Teleporter das ausgeht, dass das dann auf einen anderen Teleporter weiter entnommen werden kann. Ich glaube, so war meine Devise, weil die Kohleförderung hier, die ist halt schon endlos weit. Weil der muss tatsächlich ja hier durch die Atomhöhle durchfahren. Ich meine, wenn wir jetzt hergehen, ich weiß gar nicht, wo ist denn der Kohlebahnhof generell? Oh ne, ich habe gerade gedacht, der Quarz-Ding steht. So, wo ist denn der Kohlebahnhof? Arterium Öl, Bauxit. Substation Kohle 1. Ja, die wäre hier. Ja, vielleicht könnten wir da einen schnelleren Weg für die Kohle bauen. Das wäre zu überlegen, tatsächlich. Ja.
Schauen wir das mal direkt an. Ist es das da oben? Also da tut natürlich jetzt der schnelle Modus was bringen. Das ist das hier, ne? Ja, das ist die Kohle. Und dann haben wir es uns das einfach gemacht, dass wir das Ding einfach so da angeschlossen haben. Was wäre jetzt, wenn wir diesen Kohlebahnhof... Ne, Moment, lass mich mal überlegen. Wo ist jetzt hier eigentlich der Bahnhof? Das ist der Bahnhof hier. Die fährt in die Richtung. Ja, aber eigentlich... Aber eigentlich läuft er. Ne, Moment mal. Der Zug muss. Entschuldigung, wenn es wieder windig ist. Der Zug muss ja hier. Der muss hier fahren. Ach so, ja, da haben wir jetzt. Ja, ich habe gesagt, mein Bahnnetz wäre ausweichfähig. Das ist es tatsächlich nicht so ganz. Hier müssen wir praktisch eigentlich, weil da fahren wir eigentlich mit dem Zug noch durch den Bahnhof durch. Und wenn irgendwann tatsächlich das Upgrade kommt, dass wir hier Signal und so weiter bauen könnten. Ja, das wundert mich total hier. Ich kann ja mal was versuchen, aber hier können wir. Wir müssten hier abzweigen. Dass ich jetzt nicht hier zwei Punkte verbinden kann und dann das Ding sich ja automatisch sozusagen dahin verbindet. Ja, da müssen wir mal gucken, kann man diese großen Bäume wegsprengen? Die stören mich hier. Wollen wir doch mal gucken. Ja, ich könnte sie auch wegsägen, aber das war, glaube ich, nichts, oder? Ah, doch, man kann es wegsprengen und kann man dieses komische Knollendings da auch wegsprengen? Ja, wundervoll, perfekt. Da bin ich ja entzückt hier. So, dann wird man einfach hier die Strecke nochmal abändern. Jetzt brauchen wir hier natürlich einen Punkt, wo wir wieder reinkommen in die Schiene. Ach komm, das ist immer zu... Ja, hier, ja gut, da wird man reinkommen. Na, dann machen wir halt hier nochmal ein Zwischenstück. Macht das zwar auch nicht so gern. So, ja, dann haben wir hier die Weiche, okay. Jo, läuft. So, auch die kann man einfärben. Eieieiei, schon wieder der Wind hier. Macht gleich das Fenster wieder zu. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Ja, komm, ich mach mal kurz das Fenster noch geschwind hier. So, ja, jetzt kriegt man hier keinen Wind mehr ins Mikrofon. Sonst müsste ich noch so ein Zettelding dahin machen ans Mikro, dass man diese Windgeräusche nicht mehr mitbekommt, ne? So, jetzt müsste ja im Prinzip rein theoretisch, rein theopraktisch der Kohlezug einen kürzeren Weg nehmen. Also ich verstehe gar nicht, warum. Ups, das war die falsche. Ich drücke mal M hier. Jetzt gucken wir mal. Da bin ich. Ölzug 2. Arterium Kohle 1. Weil irgendwie wäre der Zug komisch. Ölzug. Wasserzug. Quarz. Kohle 2. Ja, nee, der war ja dann da. Also von daher. Aber ich weiß nicht, wie der gefahren ist. Also. Das ist ein bisschen strange. Ja, im Prinzip, also wie ich es mir jetzt halt gedacht habe, ne? Der Zug kommt von hier.
stellt sich hier die Weiche. Es kann sein, wenn natürlich zwei Züge kommen, der eine mit dem Atomding, dass der, wenn die übereinander fahren, dass die sich behindern, dass der eine die Weiche dann so stellt und dann muss der Zug ja nochmal extra der Kohle zukommen. Du bist Öl oder was? Ja, das ist Ölzug. Was haben wir sonst? Na, man kann das immer so schlecht sehen. Da kommt ein Kohlezug. Ich glaube, das ist der Kohlezug. Wird man gleich sehen. Ja, das könnte er sein. Ne, das ist die Lokomotive Bauxit. Okay. Ne, ist es nicht. Ist doch der Kohlezug, ja, jetzt sehe ich's. Aber er hat hier einen Wagen frei, sehe ich hier gerade. Was? Ne, Moment mal, da stimmt doch was nicht. So, Moment. Ich habe jetzt hier mal die Bremse rein. Da stimmt was nicht mit der Zugzusammensetzung. Was ist das hier für ein Zug? Der muss ja wohl nicht lang eigentlich. Na, das müsste der Kohle 2 sein, oder? Ja. Ja, ist er auch. Hat er jetzt einen Zug? Das müssen wir gleich angucken. Ja, es bringt natürlich nichts, wenn der Zug gleich nach dem anderen kommt, weil dann gibt es ja da kaum Kohle mehr, oder? Oder ist das richtig? Weil ich sehe hier, der fünfte Waggon fehlt oder ist leer. Also der fehlt nicht, aber er ist halt leer. Ja, während der halt hier andockt, ne? Es kann sein, dass der eine Zug halt dann immer los herumfährt, ne? Wir müssen warten, bis der hier betankt ist. Ja, in der Distanz, da wird es nicht mehr so richtig gerendert hier. Da ruckelt es hier so. Nicht ein zurecht. Jetzt müsste er fertig sein. Jetzt fährt er ab, genau. Aber ihr habt gesehen, der eine kleine einzelne Zug mit dem einen Wagen, der ist hier durch den Bahnhof gefahren. Eigentlich hätte der außenrum fahren sollen oder müssen oder können, sagen wir so. Weil ihr seht ja da das Gleis. So, jetzt müsste die Weiche eigentlich auf rechts stehen. Ich könnte zwar jetzt manuell hier einfahren, aber hier steht irgendwas im Weg. Also das sieht ein bisschen komisch aus hier. Hier steht ein Waggon. Steht ein einzelner Waggon. Weiß nicht, wozu der gehört, zu welchem Zug. Ich zerlege den jetzt einfach mal, weil... vielleicht ist das auch immer das, was der mir gemeldet hat, aber nee, jetzt kam die Meldung ja nicht mehr. Also wir brauchen hier 6 Waggons. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der Zug ist vollständig. Okay, gut. Dann lasse ich den jetzt mal hier andocken. So, ich mache hier wieder auf Autopilot. Weil manuell andocken kann ich nicht. Also das geht schon, aber es ist sau schwer. Und wenn die Weiche hier zum Beispiel nicht gestellt ist. Also dann müsste praktisch jetzt so im HUD angezeigt sein, wie die Weiche gestellt ist. Und dann müsste man sie umstellen können. Vom Führerzug aus hier, von der Lok aus. So, dann fahren wir mal mit dem Zug auf jeden Fall mit. Ja gut, es kann sein, dass der Zug 2 vielleicht einen Waggon verloren hat, aber ich kann es nicht sehen. Ich weiß es nicht. So, Kupple, okay. Ja, er kriegt nur den einen Behälter, ja, weil die anderen Behälter anscheinend voll sind. Ich steig mal aus, also wir müssen jetzt nicht mit dem Zug zurückfahren hier. Jawohl, er hat den bekommen hier.
Blöde ist, dass man während dem Ladevorgang hier nicht reingucken konnte oder kann. So, und jetzt. Na gut, ist egal. Ja, da ist kaum Kohle drin. Muss erst wieder nachproduziert werden hier. So, ich weiß nicht. Da kommt wieder. Welcher Zug ist denn das? Bauxit, okay. So, ich steige auch hier wieder raus. Bauxit, also der Bauxit-Zug. Das kann ich ja doch. Ne, wobei. Wieso kommt denn hier der Bauxit-Zug her? Das ist eine große Frage. Ah ne, doch, ne, ne, passt schon. Der Bauxit ist ein ein Zug, eine Lok mit Waggon, genau. Tja, aber es könnte natürlich sein, dass ich irgendeinen Zug habe, dem jetzt ein Waggon fehlt. Also es gab es früher mal den Bug, dass irgendwie die Züge auseinandergerissen waren, aber dann anscheinend doch nicht. Aber ja, jetzt haben wir wieder Train has stopped 3 Minuten. Ja, wie gesagt, also ich glaube, das war nicht ganz koscher, ja. Das ist ja witzig, ja. So, es wäre jetzt halt mal interessant, wenn der zweite Kohlezug hier kommen würde. Ah doch, er kommt auch schon wieder. Dann können wir gleich mal prüfen, ob der vollständige Waggons hat. Ja, und dann sind wir eigentlich mit unserer Folge auch schon so gut wie durch. Dann haben wir das geprüft, ne? Ja, ich habe ihn hier schon auf dem Radar gesehen, aber das dauert noch einen Moment. Wenn wir auf die Karte gucken. Der andere müsste jetzt angekommen sein dann, oder? Oder fährt er schon wieder? Kohle 1. Kohle 2. Wieso fährt er darum? Nee, ich gehe mal davon aus, dass der seine Waggons hat, der Kohle 1 zu. Ich kann dem ja auch mal entgegenfliegen. Warte mal, in welche Richtung? Jetzt komme ich durcheinander. Nee, hier lang, ne? Ja. Von da kommt er. Dann können wir mal ganz kurz. Ah nee, das sieht so aus. Ja, der hat eine Doppellokomotive. Aber die bräuchte ich normalerweise gar nicht, wenn er da fahren würde, wo. Warte mal, wer ist denn das? Katerium, okay. Der Katerium-Zug fährt hier rum. Okay, alles klar. So, jetzt müsste doch auch gleich der Kohlezug kommen, oder? Hm. Warte mal, was ist das für ein Zug? Ah, nee, das ist wieder der. Wo bleibt denn der Zug? Ist der jetzt an mir vorbeigefahren oder? Ich habe da so eine Befürchtung. Warte mal, hä? Never ever. Nee, das ist Bauxit. Also ich habe so das Gefühl. Hab den Zug irgendwie, also. Der war hier noch auf der Karte. Nee. Der Kohle 1 fährt total verkehrt, oder? Das ist ja mal strange. Also gut, also die Züge fahren hier ab. Kommen dann hierher. Fahren auf dem oberen Gleis. Fahren, fahren, fahren. Das ist wieder ein bisschen schnell hier zu verfolgen hier. Fahren, 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 fahren. Ja, und dann dürfen sie aber nicht da biegen, sondern die müssen dann da lang auf dem Gleis hier. Dann schon wären sie eigentlich bei ihrem Kohlebahnhof.
ist da jetzt ein Liefer gekommen? Weil mir macht es den Eindruck, dass der Kohlezug, dass der eine Sonderschleife fährt. Und ja, das müsste jetzt der Kohlezug sein, ne? Ja, das ist das Problem, weil ich habe dem Zug ja eigentlich eine eigene Route, also eine kürzere Route gemacht, aber irgendwie kapiert die Zug-KI das nicht. Also der ist ganz klipp und klar eine Ehrenrunde gefahren, ist durch die Atomhöhle gefahren, warum auch immer. Und ja, deswegen ist er da auch mal stecken geblieben. Deswegen hat er auch eine zweite Lok dran jetzt hier. Ja, da haben wir unser Problem. Jetzt kriegen wir zwar eine Lieferung, aber das war nicht Sinn der Sache. Normalerweise hätte der Zug dann von hier kommen müssen, hier reinfahren und gut ist. Also ich hoffe, dass das sich noch ändert. Also das ist ja mal Quatsch. Weil sonst müsste ich jetzt tatsächlich für jeden Zug eine eigene Route bauen, dass der nicht auf die Idee kommt, irgendwelche anderen Wege zu fahren, weil das ist totaler Quatsch hier, ne? Tja. Gut, Leute, dann hätten wir das Problem ja geklärt. Also, was heißt geklärt, ist das endgültig nicht, aber weil ich nicht kapiere, warum der Zug das macht hier. Aus welchem Grund? Es gibt keinen plausiblen Grund, dass er da hinten durch die Atom-Dings fahren muss. Ich kann ja mal gleich wieder gucken. Ölzug. Kohle 1, ja, genau, das ist es nämlich. Und der andere Zug ist jetzt hier, genau. Ja, also das ist unnötig, den Bogen hier zu fahren. Und das verstehe ich einfach nicht. Wenn jemand da natürlich was weiß dazu, dann kann er mir das gerne sagen. Ich bin da erstmal ratlos. Und ich verabschiede mich auch für heute. Jetzt haben wir es nämlich geklärt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Ich sage tschüss, bis dann, euer Lego.